Ich sag dir, ich kenne kaum einen Spieler, der so eine Glock sowas richtig baut. Selbst Basti GRG baut richtige Scheiße. Also, Entschuldigung. Oh mein Gott! Also, ich meine, der baut, er baut die Glock nicht richtig. Also, also. Okay, Joe, hast du gerade Basti beleidigt? Nein, er baut die Glock halt nicht richtig. Er hat die Glock halt nicht richtig gebaut. Oh mein Gott. Sorry, Basti GAG. Clip it. Gerade versprochen. No, Basti Sad wegen Joe, nicht. Nein! Nein! Was ist er? Oh. Okay. Ich muss jetzt. Ich muss mit dem kurzen Talk. Oh Gott, ich glaube, Basti. Okay. Zu schnell abgebaut. Oh nein. Jetzt sind die Glock schnell abbaut. Aber ich sag ehrlich, hätte ich nichts. Also, hätte mich jetzt nicht unbedingt überzeugt. Oh nein, so sollte das. Basti, hi. Hallo. Bitte, nein. Pass auf, das war's für mich gemeint. Das Problem ist. Das ist eine Sache, die mich auf viele YouTube schon... Viele Wege führen nach Rom. Und wenn am Ende Moos produziert wird, automatisiert, dann ist das so in Ordnung. Richtig, ja. Und wenn du dann am Ende merkst, so irgendwie funktioniert das mit dem Moos produzieren nicht mehr und du verstehst nicht warum und merkst, dass die Glock einfach aufgehört hat zu arbeiten und du weißt nicht warum, dann ist das schön. Weil es ist so ein Weg, der nach Rom führt, aber irgendwann plötzlich einbricht und alle tötet, die drauf sind, ist halt auch kein guter Weg. Verstehst du? Also bis jetzt geht die Farm einfach nur aus, wenn das Knochenmehl alles... Also, pass auf, ist es so wie wenn du PvP machst und du haust die ganze Zeit, ohne diesen Indikator aufladen zu lassen. Das ist so ein Anfängerfehler, ne? Mhm. Und genau so ist das halt bei dieser Glock. Bist du gerade irgendwo? Kann ich dir einmal kurz was zeigen? Ich bin bei mir an der Base. Okay, warte, wo ist deine Base? Im Nordwesten. Nordwesten. Ist das die mit dem großen, ich weiß noch nicht mal, wo du wohnst, es ist so traurig. Ja, da fängt's halt an, ne? Ja. Es ist, tut mir leid. Ich wollte dir das aber zeigen. Ich bin leider nicht aufmerksam. Gib mir eine Sekunde, ich bin auf dem Weg. Ich will es dir zumindest einmal zeigen, weil ich wollte es dir so schon zeigen, aber ich hatte noch keine Elytra und jetzt habe ich eine Elytra und jetzt kann ich es dir zeigen. Ey, tut mir leid, das war wirklich nicht so gemeint, ne? Also, Nee, also das wird ein paar Tage dauern. Scheiße, ne? Ja, das lasse ich jetzt auch richtig so auskosten. Nein. Nee, aber wenn du willst, also wenn du es wieder gut machen willst, ne? Ja. Wie sieht's denn bei euch aktuell aus mit Schalkern? Ich werde noch bald ein paar bei Schalker kaufen. Tatsächlich. Ja? Heute? Ja, ich würde sich heute gibt es nämlich noch ein bisschen, also heute könnte man auf jeden Fall über einen Mengenrabatt noch ganz entspannt reden. Okay, ich bin jetzt im Nordwesten. Wir reden ein bisschen die ganze Zeit die Raketen, die Dias von den Raketen schon in Schalker. Hier ist eine gigantische Base mit, einem großen Loch. Ist das deine Base? Das ist meine Base. Ich hoffe, dass die passt. Wow, okay. Also ist mal wieder typisch, was die GAG, du nimmst dir mal wieder die kleinsten Projekte auf dem ganzen Server vor. Ich merke, in welche Richtung es geht, Joel. Du willst versuchen, wieder ein bisschen wieder was gut zu machen? Was? Nein. Bei der Redstone-Schaltung kann man nichts mehr gut machen. Aber ich kann es dir zeigen, wie es besser geht. Also nur zur Erklärung, das ist auch, by the way, diese Moosproduktion, ja. Die ist immer noch von Mittwoch, den ersten Offstream-Aufnahmetag. Ja, da ist die hier entstanden. Also pass auf, ich will eigentlich dir nur Folgendes zeigen. Es gibt viele Menschen, die bauen sehr gerne in Minecraft, wenn sie das erste Mal rumspielen, sowas hier. Und dann halt ein bisschen größer. Du würdest sagen, das ist eine zuverlässige Redstone-Clock. Ich meine, es blinkt ja, ne? Ja. Genau, aber jetzt pass auf, jetzt machst du einmal die Augen zu und wieder an und, oh, was ist das denn? Irgendwie hat sich die Redstone-Schaltung aufgehangen. Wie konnte das nur passieren? Es ist halt so, dass wenn Server-Lags entstehen oder der Server neu startet, dann wird man Redstone manchmal falsch berechnet und irgendwann steht eine Clock so. Und dann passiert gar nichts mehr. Und es gibt einen super, super easy Trick, um das zu vermeiden, dass das passiert, indem man eigentlich, und das ist nämlich die Sache, viele wissen das nicht, einfach nur sowas hier dran baut und schon ist die Clock perfekt und jetzt kann sie nie wieder kaputt gehen. Alles ist gut. Okay, ja, verstehe. Weil egal, was jetzt passiert, selbst wenn jetzt quasi mal hier irgendwie zu viel Strom auf ist, also die Glock repariert sich von alleine quasi die ganze Zeit. Und das liegt daran, weil
einfach der Block zwischenspeichert oder was? Weil die Fackel ausgeht, wenn der Strom reingeht. Also das ist eine coole Sache bei Minecraft, wenn eine Fackel hier ist. Und du hast einen Block und da geht Strom rein, dann geht die Fackel aus. Okay. Und das löst quasi das Problem. Also damit, wenn du da quasi hier so eine Leitung hast, wie gesagt, dann musstest du ja irgendwie diese Glock irgendwie auch anmachen. Das heißt, du musst einmal so einen jetzt Puls draufsetzen. 35 Monate. Das Schöne ist bei dieser Glock ist, die musst du nicht anmachen. Das heißt, du kannst quasi einfach, wenn du einen Schalter hast, kannst du einfach irgendwie, keine Ahnung, was wir mal hier machen, so zack, 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 kannst auch einfach hier so einen Schalter reinlaufen lassen, dann kannst du die Glock einfach anhalten. Sehr cool. Ist angenehm. Und das kannst du natürlich jetzt für deine Farm auch erweitern. Das heißt, du kannst deine Glock auch viel größer machen. Das hast du auch alles richtig gemacht. Und das ja, dann werde ich auf jeden Fall versuchen, das mal zu optimieren. Also, muss aber sagen, bis dato hat sie ihren Zweck voll erfüllt. Ich sehe nämlich schon, du hast hier unten einen Knopf. Und mit diesem Knopf hast du wahrscheinlich dann immer diese Glock angemacht, ne? Ja. Ja. Guck mal, alles, was du gemacht hättest machen müssen, wäre einfach hier eine Fackel hinzusetzen und alles wäre wunderbar gewesen. Die Welt wäre so gut gewesen. Ich sag dir ehrlich, ich werde den Fehler mache ich nicht nochmal. Und ich mache den Fehler nicht nochmal, dass ich okay, ne? Also. Sonst alles könnt gut, ihr euch Joe. Gegenseitig haben. Alles gut. Er hat mich ge-OP-stoned. OP-stoned. Ist das eine PvP-Technik, mit der ich gleich dann sterbe? Würde ich niemals übers Herz bringen. Nee, aber, nee, danke, auf jeden Fall. Also ich werde bei jeglichen Redstone fragen, Joe, du weißt eh, ich bin... Nein, alles gut. Wir können ja, by the way, auch sowas einrichten, wenn du Bock drauf hast, was wir bei uns in der Base haben. Du bist ja relativ nah. Hier könnte man nämlich, wir dürfen einen Spawn-Chunk-Loader bauen, ne? Wie heißt das hier? Diese, oh, das okay. Du könntest theoretisch hier unter deiner Farm einen Chunk-Loader bauen. Die sind tatsächlich doch erlaubt, ich habe mit Spark gesprochen. Dann würde diese Farm auch dann was produzieren, wenn du nicht da bist. Ja, also ich sag dir ehrlich, momentan würde ich nicht mehr, also die ist... Die hat nicht mehr so viel Beachtung. Also die war wirklich nur für den Anfang, dass ich halt schnell ein bisschen Mo bekomme so. Okay. Aber ich komme darauf zurück, wenn ich auf jeden Fall was ich meine ist, brauch. Diesen Katzenteleport könnte man bei dir auch einrichten, wenn du Bock drauf hast. Dann hast du quasi die Möglichkeit, jederzeit dich in deine Base zu teleportieren. Du musst dich dann einmal ausloggen und einloggen und dann wirst du teleportiert. Und wenn du nicht teleportiert werden möchtest, musst du einfach 5 Sekunden länger offline bleiben und dich dann einloggen. Da ist das Problem, wir spielen alle mit Nvidium, also dass die Zwischenchunks, also dass die alten Chunks noch geladen werden. Mhm. Und ich versuche so krass wie möglich weder zu reconnecten, noch irgendwie in den Nether zu gehen, weil es so schön ist, wenn du alle Chunks, also so alle alten Chunks so geladen hast und das alles so sehen kannst. Ah, verstehe. Nee, dann okay, gut. Wollte ich nur angeboten haben, also wir können, also wenn du mal irgendwie so irgendwas Verrücktes brauchst, ich kriege da schon. Nur das mit der Glock tatsächlich, hätte dir, also bei der Schaltung ist jetzt scheißegal, aber wenn du erst irgendwann mal baust, du baust irgendwie was, ne, und du baust diese Glock halt, dann kann es halt sein, dass das Ding plötzlich breakt, kaputt ist. Und dann wissen halt alle nicht, wie es passiert oder warum es passiert und jetzt weißt du warum. Okay, check. Nee, ich sag Bescheid. Sollte nochmal das große nächste Redstone-Projekt bei mir anstehen, dann ich werde vermeiden, Glockfehler zu machen. Du, das ist echt, das ist nichtig. Aber es war mir eine Freude, dir mal auch was beibringen zu können. Das hat man nicht alle Tage. Immer, immer. Okay, und bitte nimm das nicht, also bitte nicht persönlich nehmen, das war nicht böse. Joe, oh mein Gott, keine Sorge. Okay. Ich mache da auch nur Jokes. Alles gut. Okay. Jungs, ich wünsche euch was. Jo, danke schön. Ciao, ciao. Bis dann.